Hallo, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu meinem neuen Video zu dem Thema, wie wirst du zu einer interessanteren Person? Falls du neu auf meinem Kanal bist, willkommen. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Lee, poste hier ganz, ganz viele Videos zum Thema Selbstoptimierung und wie wir die beste Version von uns selbst werden und thematisiere dabei Karriere und auch persönliche Dinge, sei es Mindset, sei es Fitness, sei es eine gesunde Ernährung, also eine ganze Bandbreite an Themen, die ja abgedeckt wird. Falls dich das interessiert, freue ich mich riesig, wenn du mir jetzt ein Abo dalässt und dann verpasst du in Zukunft auch keine Videos mehr. So, aber jetzt fangen wir an. Ich bin ja vom Hintergrund Psychologin und habe mich deswegen so oder so schon sehr viel im Laufe meines Studiums mit Attraktivität befasst. Also was macht einen Menschen attraktiv und wann wirkt er auf andere interessant? Habe sehr viele Bücher und Studien dazu gelesen und die Hypothesen auch im Leben selber validiert und geschaut, hey, was stimmt denn wirklich? Und das sind keine Erkenntnisse nur von mir, nein, überhaupt gar nicht, sondern einfach Wissen, was ich aufgesaugt habe, was ich heute mit euch teilen möchte. Und wir reden gar nicht lange drum herum, sondern jetzt kommt Schritt Nummer 1, um eine interessantere Person zu werden. Als erstes ist es wichtig, seine Leidenschaft und seine Interessen zu entdecken. Also finde für dich raus, was sind Themen, für die du brennst. Weil Leute, die eine Leidenschaft haben und die Interesse an Themen haben, sind hochinteressant, weil die haben ja sehr, sehr viel über diesen Fachbereich zu erzählen. Wenn jetzt jemand hingegen gar keine Themen hat, die ihn begeistern, dann sitzt man ja mit der Person zusammen und hat auch keine interessanten Gesprächsthemen. Hingegen eine Person, die irgendwie eine Leidenschaft beispielsweise für Neurobiologie hat, wie ich, oder für Autos, was auch immer, die hat interessantes Wissen, was sie anderen mitteilen kann. Und das wirkt auf andere sehr interessant und sehr attraktiv. Der zweite Punkt ist es, offen zu sein, immer Neues zu lernen und dem auch nachzugehen. Dadurch, dass du immer wieder neue Sachen lernst, erweitert sich dein Wissenshorizont immens. Und so bist du auch ein sehr, sehr guter und interessanter Gesprächspartner. Jemand, der sich in vielen Bereichen gut auskennt, jemand, der schon viel ausprobiert hat im Leben, der hat einfach extrem viel zu erzählen. Und Leute, die extrem viel erlebt haben, extrem viel zu erzählen haben, sind auch hier immer ein Stück weit interessanter als Leute, die keine Geschichten mitbringen. Ich finde, das ist sowieso einfach was, was jeder Mensch verfolgen sollte, so die Ambition, Dinge zu lernen, weil das doch so toll ist, Neues auszuprobieren und man irgendwie im Leben auch nicht stagniert, sondern sich immer weiterentwickelt. Der dritte Punkt ist es, zu einem guten Storyteller zu werden. Also, dass man es schafft, Geschichten gut zu erzählen, weil es kann ja sein, dass du ganz tolle Dinge im Leben erlebt hast, aber du bekommst die nicht gut artikuliert. Und es gibt ganz viele Wege, wie man Geschichten gut erzählen kann. Ja, zum einen hängt das natürlich damit zusammen, dass du dich einfach sehr klar, eloquent ausdrückst. Es hängt aber auch damit zusammen, dass du deine Gedanken gut sortierst. Also da gibt es eine Bandbreite an Strategien, wie man gut Geschichten erzählt. Das ist jetzt auch nicht Thema dieses Videos. Kann ich vielleicht mal ein Video zu machen, aber da gibt es auch bestimmt ganz viele Tutorials zu auf YouTube, wie man gut Geschichten erzählt. Aber wenn du das gut beherrschst, dann glaub mal, dann klopfen die Leute alle an und wollen deine Storys hören. Punkt Nummer 4 ist ein Punkt, den viele verkennen. Und zwar ist der Punkt, mysteriös zu bleiben und nicht zu viel von seinem Privatleben zu erzählen. Also das Ziel ist es, viel zu erzählen zwar, aber nicht zu viel Privates zu erzählen. Heißt, du hast zum Beispiel sehr viel Wissen in irgendwie, jetzt machen wir das Beispiel Neurobiologie, und du führst dann ganz tolle Diskussionen, kannst Input liefern, kannst von deinen Erfahrungen berichten. Aber wenn es um ganz private Themen geht, deinen inneren Gefühlszustand, deine Beziehungen zu anderen Leuten, solltest du nicht zu viel teilen. Das macht dich nämlich sehr, sehr interessant. Weil wenn man über Leute nicht so viel weiß, also über deren inneren Zustand, ist das etwas, was ja noch offen ist, was zu erforschen ist über die Person. Und wenn man etwas noch nicht weiß und erforschen möchte, hat man größeres Interesse an der Person. Das ist ja auch sowas im Dating. Don't overshare in the beginning. Das macht dich interessanter, wenn du Dinge zurückhältst. Und ehrlicherweise geht es ja auch nicht jedem was an, was in deinem Privatleben passiert. Der nächste Punkt ist es, viel Fragen zu stellen und proaktiv und gut zuzuhören. Zwar habe ich eben gesagt, dass du viel erzählen solltest von dem Wissen, das du hast, von den Dingen, die dich begeistern. Zeitgleich ist es aber auch ganz, ganz wichtig, dass du dir proaktiv Zeit nimmst, anderen zuzuhören. So, da bin ich wieder. Hier ist gerade Gebetszeit in Dubai und das war sehr laut, deswegen musste ich kurz unterbrechen. Wir waren stehen geblieben dabei, dass du anderen proaktiv zuhören solltest und Fragen stellen solltest. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal Sympathiepunkte sammeln und zweitens Wissen aufsaugen. Nun ist es ja so, dass wir alle so ein Mitteilungsbedürfnis haben und von uns erzählen wollen. Und wenn du jemandem nicht die Möglichkeit gibst, wirkt das unsympathisch. Und genau halt, wie du das Interesse hast, dass andere bei dir nachfragen, solltest du das bei anderen auch tun, einfach um sympathisch zu wirken. Und da ist es auch wichtig, wirklich proaktiv nachzufragen und nicht nur so Larifari zuzuhören, sondern wahres Interesse zu zeigen. Und bestenfalls sollte das auch wahres Interesse sein und nicht nur gefaktes Interesse, weil jeder hat ja interessante Geschichten zu erzählen.
Und das ist total klasse, dazu zu hören, weil das auch für dich deinen Horizont einfach erweitern wird und du auch da sehr, sehr viel dazulernen kannst. Und das ist halt auch dann der zweite Punkt. Du erweiterst ja auch dein Mindset, deinen Wissenshorizont, wie zuvor schon gesagt, dadurch, dass du anderen zuhörst und dir Zeit nimmst, da auch nachzufragen. Deswegen, so ein Gespräch sollte sehr, sehr viel aus Nachfragen bestehen. Und klar, du lieferst auch deinen Input, du teilst auch deine super interessanten Perspektiven, aber du gibst vor allem auch Raum, andere erzählen zu lassen. Weil wie sonst soll sich Wissen akkumulieren, wenn du es nirgendwo herbekommst? Und Menschen sind eine ganz, ganz tolle Wissensquelle und sollten dafür auch genutzt werden. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar ist es, dass du dich mit interessanten Personen umgeben solltest, um selber interessanter zu wirken, aus zwei Gründen. Das eine spielt jetzt eigentlich auch schon auf den Punkt davor ein. Wenn jemand interessant ist und selber viel Wissen hat, coole Dinge im Leben erlebt hat, Hobbys hat, dann hat die Person halt auch extrem viel zu erzählen, was dir wieder hilft, auch deinen Horizont zu erweitern, habe ich ja eben gesagt. Und der zweite Punkt ist der Cheerleader-Effekt. Den haben wir nämlich nicht nur in der Attraktivität, was bedeutet, du umgibst dich mit hübschen Leuten und du wirkst gleich selber hübscher, sondern das gibt's auch in diesem intellektuellen, interessanten Spektrum. Also wenn du dich in einer Gruppe von sehr interessanten Leuten befindest, dann wird man auch von dir annehmen, dass du genauso interessant bist, vielleicht auch intellektuell auf dem gleichen Stand bist wie diese Leute. Und deshalb ist es da wichtig, gut zu wählen und sich mit Leuten zu umgeben, wo man sagt, hey, so wie die wahrgenommen werden, möchte ich auch wahrgenommen werden. Weil man sagt ja auch so, zeig mir deine engsten Freunde und ich sag dir, wer du bist. Das stimmt halt schon. Als nächstes kommen jetzt meine zwei letzten Punkte, die ein bisschen oberflächlicher sind, aber natürlich auch von Relevanz, weil der Mensch ja schnell kategorisiert. Also wir machen uns sehr, sehr schnell ein Bild von Leuten, ohne dass wir überhaupt mit ihnen gesprochen haben. Deswegen sollte man nicht verkennen, was für eine Relevanz so Kleinigkeiten und oberflächliche Dinge doch haben, und deswegen ist es auch wichtig, auf sein äußeres Erscheinungsbild zu achten. Ich meine, überleg dir selber, wenn du jetzt einen Herrn oder eine schöne Frau auf der Straße siehst, die so sehr gepflegt sind, einen coolen Stil haben, vielleicht auch einen eigenen Stil, dann sagst du, oh, mit der Person würde ich mich gerne mal zusammensetzen. Und wenn das jetzt aber eine Person ist, die sehr ungepflegt ist, nicht geduscht ist, vielleicht sich nicht so nett kleidet, dann weiß ich nicht, ob dein Gedanke derselbe wäre. Ich sage nicht, dass das richtig ist, dass man urteilt aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes. Das sage ich nicht. Ich sage nur, dass wir es doch leider in der Regel tun, einfach weil unser Gehirn so konzipiert ist, schnell zu urteilen. Deswegen sollte man das nicht vernachlässigen. Also es ist ja auch für dich selber schön, wenn du schön gepflegt bist, einen coolen Stil hast, und deswegen da immer drauf achten, dass das natürlich auch Einfluss darauf nimmt, was andere von dir denken. Und dann sind wir auch schon beim letzten Punkt, auch ein bisschen oberflächlicher, aber dennoch auch sehr relevant. Das ist die Artikulation. Was benutzt du für eine Sprache? Weil damit kannst du intellektuelle Raffinesse zeigen, du kannst charmant sein. Und natürlich auch Fachwissen demonstrieren, indem du Fachterminologie verwendest. Wobei da denke ich mir immer, nicht zu viel, weil dann wirkt man schnell wie so ein nerdy, besserwisserischer Streber. Also ich finde, da muss man gucken, wo da so der richtige Weg ist. Ich glaube, es ist so ein Mittelweg. Aber dennoch ist es natürlich so, dass auch die Art, wie du kommunizierst, ob du Pausen einlegst, was für eine Betonung du verwendest und natürlich die Breite deines Wortschatzes, das sind alles Faktoren, die Einfluss darauf nehmen, dass jemand von dir sagt, hey, super smart, die Person, super interessant, oder weiß nicht, ob da so viel dahinter steckt. Und damit sind wir auch schon am Ende meines Videos angekommen, und ich hoffe, es war interessant für dich, und ich bin gespannt, ob du vielleicht Anmerkungen hast und Dinge für relevant hältst, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Dann hinterlass gerne mal einen Kommentar, oder auch wenn du kritisch manchen Punkten gegenüberstehst, freue ich mich dann natürlich auch über anregende Kommentare und Diskussionen. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt, dass du eingeschaltet hast, das Video bis zum Ende geschaut hast. Ich freue mich über Daumen nach oben, auch wenn du mir ein Abo dalässt, und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und hab noch einen wundervollen Tag.